Yo, yeah, und willkommen zum nächsten Unboxing. Und heute habe ich mal einen Facecam für euch. Das ist die Logitech C922 Streamer Pro Edition. Und diese Webcam hat einige deutliche Verbesserungen im Gegensatz zur C920. Die ich jetzt hier drin habe, ist die C320. Und die hat 720 Pixel und die C922, die ich mir jetzt geholt habe, die hat Full HD 1080 Pixel mit 30 FPS oder 720p mit 60 FPS. Und das Gute bei dieser Facecam ist, dass da auch ein Stativ dabei ist. Ihr könnt euch gerne durchlesen, sofern man das hier noch sehen kann. Nein. Vorderseite, denk mal, das möchte man sich einmal alles angucken. Nicht wegschmeißen. Zu den besonderen Funktionen der Kamera gehört auf jeden Fall das Background Replacement, was eben halt für Streamer besonders vorteilhaft ist, denn man kann seinen Hintergrund dadurch entfernen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es einfach ohne Greenscreen so funktioniert, so wie ich jetzt sitze, dass er meinen ganzen Körper und das im Prinzip Wichtige von mir und den Stuhl zum Beispiel erfasst und dann alles, was hinten liegt, dass er das komplett rausnimmt. Oder ob man Greenscreen reinmacht und der sieht, ah, das ist Greenscreen, das kommt gleich weg. Und ja, dann natürlich, klar, Lichtanpassungen und Fokus, das können die alle aber mittlerweile. Was interessant vielleicht ist, gehört auch immer in so ein Video rein, die Kamera kostet etwa 90 bis 120 Euro mit Stativ. Müsst ihr mal schauen auf Amazon und da sind die Preise zurzeit recht bei 90 Euro, 95 Euro. Und ja, ich würde sagen, wir werden sie uns einfach mal anschauen und öffnen. So, hier nochmal die Verpackung. Und ja, dann können wir das Ganze oben einmal öffnen. Und da haben wir gleich, guckt sie uns an. Sie muss auch, also ich finde, sie sieht auch echt elegant aus, hat einen guten Look. Ah, da ist sie doch. Also, erstens, okay, ist nichts mehr. Hier ist noch irgendein Code. Das behalte ich mal für mich. Und hier haben wir natürlich noch Beschreibungen, wie das funktioniert. Die Herstellergarantie, die lese ich jetzt natürlich einmal nicht vor. Und dann geht es auch mit einem kleinen Kameratest weiter. Ich habe das Ganze mal in OBS eingerichtet. Das ist jetzt die C922, die ich gerade ausgepackt habe. Und wenn wir dazu mal als Test die C310 nehmen, die ich da vorgenommen habe, kann das auch gerne einmal komplett großziehen. Da sehen wir einen deutlichen Unterschied bei. Und dann wollte ich auch einmal das Chroma Cam ausprobieren. Dafür jedoch. So, das müsste jetzt die C922 sein.
dürfte nicht gut sein. Ich kann es gerade nicht selber hören. Und ja. Also zur Videoqualität muss ich ein deutliches Plus geben. Es ist echt gut. Die Soundqualität, da rate ich euch wirklich lieber ein Mikrofon, ein extra Mikrofon zu nehmen, wenn ihr wissen wollt, welches das ist. Ich habe dazu auch ein kleines Unboxing-Video gemacht. Aufgrund dessen, dass ich in der Audioqualität leider keine ausreichende Qualität sehe, erspare ich euch den Teil, den ich danach fortgesetzt habe. Ich muss jetzt alles in allem dazu sagen, dass die C922 eine grandiose Videoqualität hat, aber halt, wie gesagt, eine sehr, sehr schlechte Audioqualität. Zu dem Chroma Cam Tutorial, wenn ihr da was sehen wollt, dann ab in die Kommentare. Und wenn ihr bereits Erfahrungen mit der Cam habt, dann auch das bitte in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch immer an mich. Und das Outro gibt's leider doch in schlechter Audioqualität. Hoffentlich hat es euch gefallen. Was haltet ihr von der Cam? Und dann kommt hier mit der erste Brofist bei der neuen Cam. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem Stream. Ciao.